Hallo und herzlich willkommen hier zum Teamkampf auf Server 2, die Hardcore Heroes gegen die Super Pfeifen. Ja, den Namen her zufolge eigentlich ein klarer Sieg für uns, aber wir schauen uns ihn mal trotzdem an. Vielleicht gibt es die Überraschung des Jahrhunderts. Die Super Pfeifen treten mit voller Mannschaft an, 30 Leute insgesamt. Bei uns haben sich 2 Leute nicht angemeldet. Also ich glaube zumindest, dass wir komplette 30 Leute im Team zurzeit haben. Weil in den letzten Tagen haben wir immer mal wieder welche auswechseln müssen, da es nicht so lief, wie wir es uns vorgestellt haben. Nun gut, Rocky jetzt hier mit seinem zweiten Kill gegen die Superpfeifen. Und wir schauen uns die Trophäen an. 4 Trophäen für die Superpfeifen, das ist eine ganz schöne Menge für ihren Rang. Rocky hier schon mit dem 3. in Folge, aber jetzt muss er sich geschlagen geben und unseren Mannox ans Ziel lassen. Ja, wir haben auch nur 4 Trophäen, das heißt ein ausgeglichener Kampf. Jeder hat 4 Trophäen, keiner spielt hier oder kämpft hier mit irgendeinem Malus, der das andere Team nicht hat. Und somit können wir genau die 2 Teams vergleichen. Und ich denke, da wir auf Platz 1 sind, dass wir bei einem genau gleichen Kampf, wo wir keinen Malus mehr haben als das gegnerische Team, locker gewinnen sollten. Mannox jetzt gegen Galaxia wird geschlagen, aber das tut nichts zur Sache. Ice-T jetzt gegen Galaxia wird sie hier besiegen mit einem schönen 9000er kritischer Treffer. Und jetzt Klaie für die Superpfeifen am Start. Ja. Die wird unsere Eistier auch noch mit einem schönen kritischen Treffer besiegen. Hayukid, wow, der hatte ja gar keine Kondition. 367 Konditionen, das ist ja nix. Creepy hatte sich, glaube ich, nicht zu diesem Kampf angemeldet, sonst wäre sie auch nicht so schnell gestorben. Und ja, jetzt Mika gegen die Superpfeifens Brainless. Wir haben jetzt schon einen Vorsprung von 5 Helden. Also am Anfang haben wir 2 weniger gestartet, jetzt schon 5 Helden plus. Also wie gesagt, das wird hier ein sehr leichter Siegeszug von uns werden. Und wir können den Superpfeifen eine Trophäe abschlagen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Mika hier gegen Pari von den Superpfeifen. Ja, super erledigt. Und Fabrizio 3000 jetzt am Start mit schönem London-Equip, also Olympische Spiele-Equip. Aber kann hier auch nichts gegen Mikas Stärke ausrichten. Jetzt der Melonenkopf. Schöner Name, Melonenkopf. Aber nicht Like-Button verdächtig. Jetzt Jaxter oder Jaxter am Start. Wird Mika hier besiegen. So ist es schon mit einem Schlag. Und Poshi ist am Start gegen Jaxter. Poshi schlägt hier Jaxter ganz in Ruhe. So, jetzt kommt unser Schmitz-Backes gegen Hazard, der gerade unsere Poshi besiegt hat. Schmitz-Backes, komm, hau alles raus. Also wer hier Mädchen einfach so umhaut, der hat es nicht anders verdient. The Butcher, jetzt für die Superpfeifen am Start. So, Bobby jetzt am Start für uns, den Hardcore Heroes gegen den Captain Obvious. Das ist ja ein hübscher Captain, hübscher Held für die Superpfeifen. Und Supergirl jetzt am Start, die könnte Bobby hier auch noch besiegen. Konika für die Superpfeifen gegen unseren sehr starken Quabbelix. Jetzt kommt aber auch schon der dicken Sackrat.
den Quabbelix hier auch noch ohne weiteres besiegen wird. Jetzt hat er ein bisschen geschwächelt, weil er ihn 119 Rest-LP überlassen hat. Aber nun gut, man kann halt nicht alles haben. Jan, oder ja, Jan, jetzt gegen Quabbelix. Wenn er Glück hat, schafft er sie auch noch. Aber dann muss er nach diesem kritischen Treffer, nach diesem doppelkritischen Treffer, braucht er gar kein Glück mehr, denn er wurde besiegt. So, also ab Jan sind jetzt schon die hohen Stufler mit dabei. 246, das ist schon sehr respektabel. Aber wie gesagt, wir sind in der Stufe jetzt schon höher und haben ja den gleichen Malus wie die Superpfeifen auch. Von daher dürfte hier nix und niemand anbrennen. X-Weasel jetzt für die Superpfeifen mit kompletten Kondi-Equip, sehr wenig Kraft sowie sehr. Also normalen Grips und Intour. Das reicht nicht für einen Top-Team oder gegen ein Top-Team wie uns, sage ich mal. Januschel wird hier auf lange Sicht gesehen den X-Weasel besiegen, aufgrund seines Grips und Intuitionsvorsprung. Genau, da weicht er aus. Da setzt er schon wieder einen kritischen. Jetzt hat X-Weasel ein bisschen Glück mit seinem kritischen Treffer. Aber jetzt wurde er besiegt. Es war zwar knapp, aber trotzdem, er wurde besiegt. Evil Eye jetzt für die Superpfeifen gegen unseren tollen Helden. Toller Held wird jetzt hier von Skythe oder so ähnlich. The Sky? Nein, irgendwie so. Besiegt, aber Stardi lässt das nicht mit uns machen und besiegt ihn wiederum auch. Slexi jetzt am Werk. Ja, sie haben keine Melonen aufgeladen, da sie wahrscheinlich schon wussten, dass das hier nichts werden kann. Gute Entscheidung, weil wir haben noch 11 weitere Helden. Also das ist eine totale Niederlage für die Superpfeifen. Aber nun gut, wir haben den Teamkampf bestimmt. Es war eine Verteidigung für sie. Verteidigungen sind immer schwierig. Und ja, haben wir halt gewonnen, ne? Glen Morangi hier gegen Piccolo mit einem Sieg, das war sehr gut. Und jetzt die letzte hat doch eine Melone. Also für die Shiva gab es eine Melone, aber selbst die eine Melone rettet sie nicht mehr vor einem Los. Vielleicht kommt Schranzina Hardcodia hier noch zu einem Einsatz. Ansonsten dürfte es MX Fortex hier machen und sie macht es auch. MX Fortex hier mit dem Sieg für uns, den Hardcore Heroes. 660 Ehre bekommen wir, knapp 22.000 Münzen auch noch oben drauf. Und die Trainingstrophäe, das ist sehr gut. Superkraftkarosse. Jetzt haben wir noch eine Mut-Trophäe und der Rest dürfte theoretisch Trainingstrophäen sein. Das ist sehr schön. Ich freue mich, beende diesen Teamkampf mit einem fröhlichen Ciao und sage dazu noch Tschüss. Euer Let's Fabay, beziehungsweise ich, euer Fabay.